Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Cube, dem Rätselspaß mit viereckigen und inzwischen nicht nur viereckigen, sondern eben auch runden Teilen. Und wir stehen hier vor dem nächsten Rätsel. Ich wollte hier unten nochmal einen Blick reinwerfen. Was soll ich denn hier überhaupt machen? Ah, dort unten, hier muss die Power hin. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir können hier auch nochmal... Wie geht das? So rein, okay, hä? Wird er bald dort lang geschleudert? Der ist auf dieser... Also ich könnte den Ball hier hinkriegen, aber was bringt mir das? Das blicke ich noch nicht so ganz. Okay, der muss dann wahrscheinlich später hier unten rein. Ach, Moment, doch. Ah, Moment, ich glaube, ich habe das Rätsel schon. Wenn wir jetzt so machen, geht der Ball hier rauf. So. Jetzt fahre ich das hier schnell ein. Einfahren. Ach nee, shit, der fällt da gar nicht runter. Das ist ja doof. Okay, wenn das jetzt... Ah doch, jetzt. Ah, okay. Und jetzt dürfte er das Blaue da unten doch powern. Ja, das hat er gepowert, hat sich sofort hier hochkatapultiert und schlägt uns die nächste Wand ein. Aber da war doch der Rote auch schon wieder überflüssig, oder nicht? Also es sind scheinbar überflüssige Elemente jetzt teilweise in den Rätseln, damit wir hier auch richtig stöten am Verzweifeln sind. Ja, die spielen scheinbar Fang. Was machen diese Viecher hier? Ey, guck mal, die kommen aus so einem komischen Röhren. Ah, kam ich aber nicht hoch. Komme ich hier rein? Ja, hier komme ich rein. Hier muss ich scheinbar auch weiter, oder? Sieht fast so aus. So, die nächste Testkammer. Alles klar, der Blaue muss dort rauf. Er geht immer nach rechts. Das heißt, das muss hoch, dann geht er nach rechts. Das bringt gar nichts. Das bringt ja mal gar nichts. Er muss, Moment, er muss hier umdrehen. Und dann so. Ah ja, doch, jetzt haben wir es, glaube ich, Leute. So, und jetzt der hoch. Zack, genau, jetzt hat er sich wieder selber hier den Blauen getriggert. Katapultiert sich selber hier rüber. Und jetzt muss der Blaue dort hinten hin. Das heißt, zack, rechts, rechts, rechts. Okay, ich glaube, ich hab's so. Dann fährt er hier rüber. Ah, nee, das war jetzt ja... Nee, nee, das war doch nichts. Okay, er muss irgendwie da hinten rankommen. Wenn ich das jetzt so mache... Ach, der wird dann zurückgeschleudert. Ah, okay, Moment, dann müssten wir das hier hoch machen. So, dann das hoch, dann geht der hier, dann das. Nee, das war jetzt nichts. Ah, shit. Wenn ich das jetzt runtergemacht hätte, wäre er bis dort gegangen, wäre dann rechts gegangen. Wäre dann hier rechts, nee. Nee, 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 wartet mal, das bringt ja nicht so viel. Wenn wir das so machen würden. Hier rechts, dann rechts. Dann könnte er hier rechts gehen, bringt aber nichts. Das heißt, wir müssten das runterfahren. Dann geht er hier rechts. Dann kommt er aber hier wieder ran und geht wieder hier rechts. Dann haben wir nichts gewonnen. Dann sind wir in der gleichen Schleife wie vorher. Und wenn wir den runterfahren, geht er hier rechts. Das bringt uns auch überhaupt gar nichts. Das heißt, damit er hier rechts geht, müsste er zum Beispiel irgendwie... Irgendwie hier hinfahren. Also dafür brauchen wir wahrscheinlich diesen Ding hier. Wie kriegen wir es hin? Ah, okay, Leute, ich glaube, wir haben's. Den fahren wir ein, den fahren wir ein. So, jetzt fahren wir den hoch und fahren den in der Zeit schnell runter. Dann geht er nämlich da hinten gegen und fährt hier rüber. Oder? Und dann müsste er den Blauen hier triggern. Und sich selber wieder rot machen und diese Wand dort hinten zerstören. Ja, sehr schön, das hat doch super funktioniert. Also, die Abrissbirne hat hier wieder ihre Arbeit erledigt. Okay, also man muss jetzt hier mit diesen... Ich traue den Dingern nicht. Ich spring mal lieber. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung geschafft habe oder ob die Netze einfach nur stark genug waren, um mich zu halten. Aber man muss jetzt hier echt teilweise schon ein bisschen um die Ecke denken hier. Erinnert mich ein bisschen an dieses eine Rätsel, was ich glaube Frank mal machen musste bei Pokémon in der einen Arena. So, immer auf das Licht am Ende des Tunnels zugehen, Leute. Ja, und wenn da dann Blöcke runterfallen, dann biegt er halt einfach links ab. Und diese Kammer sieht ja mal mega strange aus.
Ach du heilige Scheiße. Was? Was kann ich jetzt hiermit? What? Ach, hiermit kann ich diese Dinger nochmal bewegen. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ah, okay, Moment. Der hier? So, genau. Jetzt fährt der Laser dorthin. Das heißt, den muss ich so drehen und ein Stück nach oben. Jetzt haben wir orangenes Licht und haben das gepowert. Okay, okay, okay. Ich glaube, ja doch, das ist zu schaffen. Also hier wird das Licht wieder hinaus katapultiert, fliegt dort gegen. Wo muss das Licht denn hin? Ach du heilige Scheiße. Also wir müssen durch alle Teile durch. Das heißt, wenn ich den jetzt so drehe, sind wir schon mal blau. Dann drehen wir den so. Den nach oben. Den nach links. Den nach unten. Den nach unten. Nein, halt, falsch. Nach oben. Okay. Okay, nee, das war nichts. Okay, also so geht's schon mal nicht. Okay, okay, überlegen, überlegen. Kriege ich auch irgendwie eine bessere Sicht hier vielleicht hin, ja, wenn ich hier auf dieses Podest gehe zum... Hä? Ah, okay. Von hier aus habe ich wirklich eine bessere Sicht, Leute. Also dieses kann ich scheinbar nur maximal so drehen. Das heißt, ich habe hier schon irgendwo was verbockt. Der kann nur nach unten oder nach oben. Okay, ist klar, der muss dann den nach oben leiten. Der kann nur in eine dieser beiden Richtungen. Aber dann müssen wir es an dieser Stelle andersrum machen. Dann leiten wir den hier nach unten, leiten den nach rechts, den nach oben. Den müsste ich jetzt eigentlich so leiten, aber... Wieso, hä? Die sind doch auf einer Ebene. Wieso klappt das nicht? Verstehe ich nicht. Der ist dann auch vor allem noch nicht rot. Der ist vor allem auch noch nicht rot. Also so muss es aber am Anfang sein. Und hier kann ich ja nur zwischen den beiden... Hä? Ach, scheiße, der soll... Ah, der brauchte gar nicht alle Farben. Okay, das muss mir doch jemand sagen. Okay, der braucht die gleiche Farbe wie der dort oben. Das heißt, wir brauchen den gelben noch immer nicht. Dann passt das so ja auch. Das heißt, wir haben den gelben ja gar nicht gebraucht. Ach, hat sich die Tür schon geöffnet? Okay, also man müsste Farben erkennen können und nicht so farbenblind sein wie ich. Dann wäre dieses Rätsel wahrscheinlich auch ein bisschen leichter gewesen. So, hier kommt wieder der Strahl. Ist mir eigentlich egal, wo der herkommt. Es interessiert uns nur... wo der hinfliegt und welche Farben der annehmen soll. So, sehe ich das jetzt richtig, dass das hier orange ist? Da müssten wir ja gelb und rot gemischt bekommen. Also der geht auf jeden Fall in die Richtung dann. Geht dann dorthin. Wo ist rot? Rot ist da ganz hinten. Okay. Das heißt rot, dann müsste ich den hierher... Ne, halt, hä? In die andere Richtung. Ach, okay, so. Der dreht sich dorthin, der dreht sich auch hierhin und der zeigt dann, bitteschön, hierhin. Okay, also orange ist schon mal da, jetzt brauchen wir grün. Grün heißt, gelb ist dort und blau ist dort. Okay, dann denke ich mal, muss ich hier am Anfang direkt in die andere Richtung lenken. Gehe dann dorthin. Gehe mit dem blauen in die Richtung, mit dem gelben dorthin. Wir sind schon mal grün, Leute. So. Shit, das reicht nicht. Und hier ist... Ah, Moment, wenn ich jetzt so rumgehe und der wird dann dorthin geleitet. Ah, alles klar, jetzt dürften wir es haben. Und schon haben wir den grünen Strahl hier drüben. Puh, okay, also langsam werden die Rätsel ziemlich haarig, muss ich ja mal sagen. Auch wenn man hier jetzt vielleicht den Eindruck gewinnt, dass es ziemlich zügig vorangeht, ist es ganz schön am Rattern in meinem Kopf. So ist es nicht. Na, irgendwie fühle ich mich unwohl, wenn hier die ganzen Kabel elektrisch geladen sind und die ganze Zeit Funken am Rumsprühen sind. Das kann eigentlich nicht so gesund sein. So, hier haben wir wieder einen Lichtstrahl, den wir scheinbar... Oh Gott, den müssen wir ja wieder... ändern. Okay, Moment, wenn wir den jetzt hier rüberschieben, dann geht der dorthin.
und aktiviert da hinten hoffentlich irgendwas, was wir irgendwie brauchen können. Komme ich hier rauf? Ja, kommen wir sogar rauf. Okay, der Strahl ist schon mal hier hinten. Oh Mann, hier können wir wieder munter am Rädchen drehen. Was drehe ich denn damit? Was resette ich damit denn? Ach, wahrscheinlich denn diese ganze Kammer hier. Okay, wo muss denn die Lampe hin? Wahrscheinlich hier rauf oder was? Ach, dieses Licht sollen wir powern. Okay, das heißt, wir müssen die Lampe... Okay, boah, Gott, das könnte schwer werden. Okay, im Moment. Ist hier ein Glas? Ja, okay, super, ich kann hier drauf latschen schon mal. Okay, ich glaube, das war schon der erste Fail, oder? Jetzt komme ich ja nicht sonderlich weit. Wenn ich das jetzt so mache, dann steht das Ding... okay, der erste Reset muss schon sein. Ich könnte das Teil hier scheinbar verschieben. Was das so genau bringen soll... kann ich euch allerdings auch noch nicht sagen. Also ich könnte das Teil in die Ecke bringen oder hier hinbringen. Habe ich aber von beiden Sachen überhaupt gar nichts. Das heißt, vielleicht... vielleicht muss ich auch das Teil erstmal hier in das Licht einfach reindrücken. So, Moment, wenn ich jetzt hier... ah, nein, das gibt's doch nicht. So, Moment. Jetzt versuchen wir es nochmal. So, komm schon. Oh Mann, wieso fährt er sich nicht aus? Ne, geht nicht. Okay. Da muss ich überlegen. Was passiert hier? Kann ich nichts machen, okay. Ich denke mal, hier muss ich dann später halt wirklich dieses Teil hinkriegen. Bloß, wie soll das da hinkommen, Steve? Ach, warte mal. Ey, guck mal. Ach, alles klar. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gesehen, Leute. Wir können den hier unter durchschieben. Das war aber jetzt... das habe ich echt nicht gesehen. Das ist ja gemein, ey. So, okay. Jetzt noch einen höher. Der schiebt den jetzt hier rauf. Und der schiebt den jetzt gleich auf diesen fahrenden Block. So. Genau, sehr schön. Und der schubst den jetzt hier runter. Der liegt dort. Jetzt schiebt der den hier vor, der schiebt den hier rein, der Lichtstrahl geht dorthin und wir haben das Rätsel scheinbar gelöst. Das hier ist der Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht sehr gut aus. Ach, Mann, ey, jetzt muss man hier echt nachdenken. Was haben wir uns hier wieder nur aufgehalst? Ah, dass wir auch immer in irgendwelchen komischen Testkammern aufwachen und keinerlei Erinnerung daran haben, was wir eigentlich hier überhaupt machen. Was ist hier schon wieder los? Ein kaputtes Teil. Okay, also hier ist wieder mal der nächste Lichtstrahl. Den kann ich auch nicht drehen. Das heißt, ich durchwandere die Testkammer einfach mal und lasse sie links liegen. Scheint nämlich nicht wichtig gewesen zu sein. Ah, okay, oder vielleicht doch. So, was soll ich hier schon wieder machen oder soll ich jetzt einfach hier hochklettern? Okay, ah ja, jetzt haben sie aber hier die nächste Testkammer für uns. Und die... oh, okay, hier ist wieder Glas. Sehr gut. Und die sieht mal wieder haarig aus. Also, hier könnten wir Blöcke... hier können wir einen roten Block aktivieren. Aber erstmal müssen wir irgendwie Licht bekommen. Okay, also uns bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Nämlich das Teil können wir hier... oh. Oh. Ja, so stark wollte ich es jetzt eigentlich nicht wegballern. Das riecht nach dem ersten Restart. So, Moment. Ja, ich glaube... ich glaube, das muss aber... das muss... es muss schon irgendwie hier hinten hin. Nee, das Licht... eigentlich muss das Licht ja... so wie das liegt... so wie das liegt, kann das ja fast gar nichts machen. Muss ich es hier... war hier drüben? Nee, kann ich nichts sehen. Was können wir eigentlich hiermit machen? Okay, das dort schon mal... ah, okay, alles klar. Das hat jetzt das hier aktiviert. Ah, okay, sehr gut. Das macht doch jetzt schon wieder mehr Sinn. Und das fährt hier so jetzt hin und her. Okay. Da muss ich scheinbar ja doch... das Teil
Jetzt! Jetzt! Ah nein! Shit, war ein bisschen zu spät. Also, wenn das Teil hier dran ist, dann fahren wir das aus und der drückt den dann auf den roten. Mit dem roten können wir dann gleich hochfahren. Und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Jetzt! Sehr gut. Der rote fährt jetzt hoch, Leute. Und zwar bis hier. Und dann schubsen wir den gleich auf dieses fahrende Teil schon mal rauf. Genau, da unten ist ein roter, der schubst den dann dort rüber. Und zack, rauf. Ab geht die Fahrt. Der rote schubst den jetzt einfach direkt hier runter. So. Und direkt hier drüben rauf. Jetzt fährt das Teil hier munter umher. Und wird hier rauf gedrückt. Der wiederum schiebt den hier hoch. Und wir haben den Lichtstrahl abgelenkt. Und wir dürften jetzt die Testkammer hier geschafft haben. Wo ist jetzt der Ausgang? Lasst mich hier raus! Okay, der Strahl geht hier lang. Müssen wir vielleicht doch noch in die andere Nähe? Hier scheint es richtig... Ich dachte gerade, da drüben steht ein anderer Mensch. Okay, also hier wird mal wieder rumgesprungen. Da habe ich wenig Einfluss drauf, wo wir hinlanden. Aber natürlich landen wir wieder in der nächsten Testkammer. Wow, die sieht schon wieder recht groß aus, Leute. Aber trotzdem, an dieser Stelle ist dann auch erstmal wieder ein Cut für heute. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Cube und dem Rätselspaß. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei und ich hoffe, diese Folge hier hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.